Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit drei neuen Fahrzeugen. Super, dass ihr bei einem neuen Video dabei seid. Wir haben euch treu... Super, dass ihr bei einem neuen Video dabei seid. Wir haben euch drei neue Fahrzeuge besorgt. Somit haben wir jetzt schon insgesamt 11 Fahrzeuge. Und wir starten mal mit unserem ersten hier. Das ist Red von den Angry Birds. Das ist schon der zweite jetzt, neben unserem kleinen grünen Schwein hier, aus der Angry Birds Reihe. Hier auf der Verpackung auch nochmal Red in groß. Und hier auch nochmal der Schriftzug, dass dieses Fahrzeug aus der Angry Birds Reihe ist. Dann packen wir das mal aus. So. Hier sehen wir jetzt unseren Red. Der ist auch noch richtig am Schein hier. Da sieht man sogar die Lichter am Spiegel. Hier auch noch der Schriftzug. Hot Wheels. Ja, fühlt sich schon mal gut an. Hier sogar mit sehr coolen Felgen wieder. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Kommen wir zum nächsten. Hier haben wir das Flintmobil von den Flintstones, also von der Familie Feuerstein. Ich weiß gar nicht, ob es in der Serie bzw. ob es in dem Film wirklich Flintmobil hieß, aber das ist auch nicht wichtig. Hier sehen wir auch noch Fred und Barney. Sieht sehr cool aus. Hier unser Flintmobil, einmal in Braun und Grau. Hier auch die Steinblöcke, die bewegen sich aber nicht. Dafür haben wir hier 4 Räder. Sehr cool für den Antrieb dieses Fahrzeuges. Ihr wisst ja, hier gab es kein Gaspedal, sondern die Füße waren das Gaspedal. Sehr cool gemacht. Und fahren tut er natürlich auch gut. Und unser drittes Fahrzeug. Das hier ist Lightning McQueen aus Disney's Cars 2. Das ist nicht von Hot Wheels, aber von Mattel. Und wir wissen ja, Hot Wheels ist eine Marke von Mattel. Hier sogar eine Szene aus dem Film. Und unser World Grand Prix Lightning McQueen. Unser McQueen. Hier der Aufkleber vom Piston Cup. Beziehungsweise, dass er ja der Sieger vom Piston Cup ist. Hier ein paar coole Flammen. Mit einem Spoiler natürlich. World Grand Prix. Hier nochmal die 95. Hier sogar die Auspuffanlagen. Beziehungsweise die Endrohre. Und mit sogar extra Sportreifen. Und fahren kann er natürlich auch. Unser Autoclub umfasst jetzt genau 11 Mitglieder. Was für Fahrzeuge möchtet ihr denn noch sehen? Lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen.